Gerade in Lockdown-Zeiten ist es extrem wichtig, seine lokalen Gastronomien zu unterstützen. Gleichzeitig möchten wir unnötigen Plastikmüll in Form von Einweggeschirr vermeiden. Beim Talatei in der Altstadt gibt es beispielsweise ein Geschirrpfandsystem namens Rebowl. Hallo! Hallo! Das ist praktisch wie ein Tupper-Geschirr, PP. Kennst du? Halter. Und wir waschen das einfach und bringen es dann wieder zurück. Kurz auswaschen, weil dann wird das alles in der Spülmaschine. Nochmal. Alles, was da rübergeht über die Theke, wird erst gewaschen. Perfekt. Eine andere Alternative bietet auch das Restaurant Ganesha am Stadtplatz an. Hier kann man einfach sein Geschirr vorbeibringen, eine kurze Zeit warten und dann mit leckeren Speisen befüllt das Ganze wieder mit nach Hause nehmen. Sehr. Passt. Danke sehr. Gerne. Danke ebenso. Guten Appetit. Dankeschön. Danke. Tschüss. Wiedersehen. Plastikfreies Eisschlemmen funktioniert auch an der Eisdiele Lido in der Neustadt. Hallo, bitte. Weißbeere und Zitrone. Schön. Danke. Bleibt aufmerksam und fragt öfter nach. Ganz oft ist Plastikvermeidung gar nicht so schwer, wie man denkt.